Bevor mich hier im heiligen Mana-Land die Frage erreicht, warum es so lange gedauert haben mag, dass die nächste Folge hier endlich erscheint, mag ich kurz mich rechtfertigen. Ich war gerade mal ganz kurz Rubbellose kaufen, hat ein wenig länger gedauert, aber jetzt bin ich zurück. Es darf weitergehen in dem Spiel, das ich so ins Herz geschlossen habe, dass ich vor Liebe fast überlaufe. Deshalb sage ich erst einmal herzlich willkommen, weiter geht's hier in Folge 33 von Seiken Densetsu 3. Trials of Mana, dem dritten und letzten Teil der Seiken Densetsu Collection für die Nintendo Switch. Wir sind, wie gesagt, dabei gerade die Götterbestien zu bezwingen, niederzubringen und sie endgültig von der Welt zu tilgen. Denn wir sagen ganz klar, wir haben das Recht zu tun und lassen, was wir wollen. Und das wollen wir natürlich auch in Anspruch nehmen, dieses Recht. Und ja, ich habe mich wirklich am Glücksspiel versucht. Ich dachte, ich mache den großen Gewinn. Ich hau den Jackpot raus und werde Multi-Milliardär, um mir dann eine eigene Firma zu gründen und Leute anzustellen, die für mich hier aufleveln. Denn das ist unsere große Aufgabe. Wir müssen aufleveln. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wo soll ich am besten hin? Ich habe keine Ahnung. Kann man hier irgendwo Erfahrungspunkte sammeln? Waren hier nicht irgendwo diese kleinen hier... Wie hießen sie, diese kleinen Moppelmännchen da? Die waren doch hier gewesen, oder? Pogopuschel. Hier noch irgendwo Pogopuschel? Pogopuschel? Keine Pogopuschel? Oh Gott, keine Pogopuschel hier in unmittelbarer Sichtreichweite. Das heißt, wir müssen von hier, wir müssen verschwinden. Ich gehe da wieder hin, wo ich das letzte Mal war. Das war doch richtig fein. Kann ich hier nicht... Nee, ich kann nicht die Wind-Taiko-Trommel aktivieren. Geht das hier nicht? Wahrscheinlich zu... uneinsichtig hier, dieses ganze Gebiet. Da muss ich mal hier ein bisschen weiter runter. Um nochmal richtig schön den Lörres hier durch den Wind zu pusten. dann kommt der Drache und holt uns ab. Geht das hier? Nee, ne? Auch nicht. Ach! Schrecklich. Habe ich das Fluchtseil, was ich mir um den Hals legen kann? Auch nicht. Oh Gott. Gut, ich wollte schon aus meinem Leben entfliehen gerade, aber nein! Ich schaff das schon irgendwie anders. Hier war noch irgendwo diese... Da, genau. Diese wunderschönen Blättchen, die mich über das Wasser befördern. So, jetzt geht's hier weg. Ich will von hier verschwinden. Der Ort hat was Beruhigendes, aber Bedrohliches zugleich. Was einfach daran liegt, dass ich weiß, dass ich hier nichts finde. Und jetzt wieder aufbrechen muss. Hier geht's... Ja, was ist jetzt los? Da geht's auf jeden Fall weiter. Ich fühle mich an, wie als würde ich morgens früh hier 4:30 klingelt der Wecker. Ich muss auf zur Arbeit. Zur Arbeit aufbrechen. Noch schön kleinen Kaffee gezutschelt und dann müssen wir schon weiter. Was ist denn hier los? So lang, Moment. Das ist doch eine gute Sicht. Nee, Quatsch. Wo ist die Karte? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Achso, okay. Ich muss ja erstmal raus aus dieser Welt. Wir waren ja am Verzweifeln und zwar in diesem Gebiet hier. Oder? Hier irgendwo gewesen. Eishöhle, Eislabyrinth. Da können wir nochmal aufpowern, oder? Da können wir nochmal ganz gehörig aufpowern. Wo ist das gewesen? Hier? Da? Lass uns mal hier. Setz uns mal ab. Um Gottes Willen, warum haben sie uns jetzt hierher gepackt? Das ist aber nicht gewollt. Die sind noch viel zu schwach. Nee, komm, das. Geh nicht! Oha. Ach, zu viele Gegner noch. In Sichtreichweite. War das nicht hier irgendwo gewesen? Kurz vor dem Höhleneingang? Glaube ja, ne? Glaube schon. So. Klatschen wir mal das Seepferdchen. Seepferdchen sind übrigens Zwitter. Das heißt, die haben beide Geschlechter. Die können sich mit sich selbst beschäftigen. Ist immer ganz praktisch, glaube ich. Zumindest. Ich gucke aber derweil mal hier. Warte mal, bin ich denn hier komplett falsch? Ha? Ich soll auf jeden Fall... Ja, das ist doch hier das Eislabyrinth. Das Ding hier, oder? Der Berg? Boah, die Karte ist aber auch echt... Macht mich gerade mürbe. Hier. Dort ist der Punkt. Das ist doch der... The point of no return. Da will ich landen. Hä? Hey, was ist das? Nicht hier auf der rotzigen Eisebene. Hier habe ich nichts zu verlieren. Bin weg hier. So, also noch einmal.
der gleiche Kack von vorne. Bring mich endlich dorthin, wo ich hin will. Guter Anfang. So kann es weitergehen. Ich sehe das doch hier auf der Minimap. Das ist doch hier, da. Ich glaube, ich muss das gleich mit hier... Mein Geodreieck hole ich gleich mal her. Da ist es doch. Es steht unten ganz fett und dominant, dass da das dieses verkackte, eisige Mistlabyrinth des Todes ist. Da, guckt euch das an. Die stehen auch wie angenagelt und gefroren. Und ich weiß, hier drinnen, da ist es nicht allzu schön. Nicht allzu schön. Ich muss eine Göttinstatue finden, um mich heilen zu können. Okay, wir werden befeuchtet. Befleckendes Blasenwerk wird auf uns rauf katapultiert. Ist alles andere als schön. Kann ich denn eigentlich... Moment. Ach. Meine Güte. Ich habe immer noch nicht geklärt, ob ich direkt in das Menü der anderen Kollegen rein spazieren kann. Das Feature fehlt irgendwie, ne? Das gab's ja beim Vorgänger schon, aber hier... Mal gucken, vielleicht lerne ich ja was Neues noch. In Folge 33. Und in all denjenigen, die noch folgen werden. Boah, der Drache nervt mich extrem. Ich muss auf jeden Fall mindestens 5 Level, glaube ich, steigen, um überhaupt mich behaupten zu können. Ich bin nur eine ganz kleine Nummer hier in dieser Welt. Eieiei, da ist aber jemand richtig auseinandergenommen worden. Ey, das ist ja. Das ist ja nicht schlecht. So, kann ich jetzt mal hier den machen? Oh, jawohl. Da ist ja schon... Die kriegen ja alle schon... Fallen alle schon tot um. Da. Kaufe ich mir gleich was Neues noch. Ich frage mich, ob ich... Kann man dich bei den Katzenmenschen draußen... heilen? Geben die einem die Möglichkeit? Kann ja sein, dass die mit einem hier Katzenwäsche machen, dass sie dich da einmal richtig schön mit ihrer rauen Zunge ablecken. Und dir so dann auf dem gleichen Weg Energie einflüstern. Muss mal ganz kurz in mein Lager gucken. Was ich immer glücklicherweise bei mir mittrage. Da haben wir doch noch einiges, ne? Wir haben noch gut aufgerüstet. Gab's hier noch irgendwas, was ich holen wollte? Da frage ich mich gerade. Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Haben wir noch Engelsdinger hier? Ja, 10 Stück. Gut, ja. Und dann ist es ja kein Problem. Dann ist ja kein Problem. Können wir mal weiter. Boah, die sind aber auch echt schon Level 30, die Viecher, ne? Räudiges Mistzeug hier. Halt. Kann ich von hier nicht das Menü wechseln? Ich verstehe das nicht. Dann machen wir hier den da. Komm. Und währenddessen kann ich nichts machen. Das ist ja irgendwie... Irgendwie so bescheuert. Das gefällt ihm sicherlich. Wahnsinn! Das hat wehgetan. Ja. So richtig, ne? Healite, ja. Oh, falsch. Die sind schon tot. Was ist mit Ries passiert? Ermordet! Hinterhältig ermordet worden. Grauenvoll. So. Nicht auf Ries! Oh! Egal, gut. Kann doch funktionieren. Sehr gut. Und auf uns natürlich auch noch. Wie gesagt, es ist jetzt wirklich erstmal ein Rumgestapfe. Wir müssen jetzt diese Eishöhlen unsicher machen. Hoffen, dass wir nicht in Fallen tapsen. Machen wir aber trotzdem. Da gibt's noch irgendwie sowas Schönes und ein paar Pfeile hinterher. Ah, Wahnsinn. Fühl mich wohl. Okay, wir wurden eingeschlossen. Und jetzt geht es darum, dass wir uns behaupten im Kampf gegen diese furchtbaren Monstrositäten. Grauenvoll, schrecklich, aber wir lassen nicht los. Wir verteilen Liebe, wir liebkosen einen jeden unserer Gegner. Hat doch Mahatma Gandhi, hat das da glaube ich auch, hat das doch schon gepredigt seinerzeit, ja, dass man seine Feinde genauso lieben soll wie seine Brüder und Schwestern. Hat er das? Ich weiß es nicht. Ich erzähle Mumpitz, glaube ich, eher. Kann aber sein. Wäre ihm zuzutrauen. So. Ich habe noch ein Stück Schokolade. Wer ist denn das da oben rechts?
Das ist ein Ries, ne? Die ist doch eben gerade schon tot umgebracht. Warum ist die denn jetzt schon wieder so labil? Eieiei. Jetzt müsste doch eigentlich so krass viele Erfahrungspunkte hier hageln. Oder nicht? Die schon wieder. Also, jetzt heißt es wirklich austeilen. Raufschlagen. Alles entfesseln, was wir haben. Boah. Ja. Aber selbst das kennt seine Grenzen. Unsere limitierten Fähigkeiten werden uns hier knallhart, kompromisslos vor Augen geführt. Da hilft's auch nicht, sich an einer Vollmilchschokolade zu laben. Nein, ganz und gar nicht. Das tröstet nur ganz kurz ein paar Sekunden drüber hinweg, dass wir Verlierer sind. Der Drache nervt mich sowas von dermaßen. Oh, Diodon ist tot. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich, vermute ich mal, ist es auch nicht der beste Ort, um zu leveln. Weil das einfach zu schnell zu viel abzieht. Und ich kann ja mal ganz kurz gucken, wie denn unsere Statistik aussieht. Levelaufstieg bei 1270 Erfahrungspunkten. Okay. Wir haben auch noch nicht die beste Rüstung und sowas, kann es sein? Auch das noch. Kommt ja noch um Rennen, ne? Kommt ja noch dazu. Drum werden wir erst einmal uns noch ein wenig versorgen. Und dann gucken wir, dass wir von hier ein wenig noch weiterkommen. Da ist jener Ort, wo der Weg sich spaltet. Ich gucke mal kurz, das wollte ich nicht machen. Ich wollte auf sie wechseln und dann den Drachen. Den will ich mit meiner Feuermagie einschüchtern. Das funktioniert nämlich ziemlich gut. Der Frostdrache. Zack. Jawohl. Den Rest machen wir dann so. Auch wenn, wie ihr seht, es nicht so ganz sauber läuft. Kodano hätte sich auch mal informieren müssen eigentlich im Vorfeld, wo er hätte die schnellsten, besten Erfahrungspunkte raussammeln können. Aber irgendwie... Jetzt ist alles gleich tot. Guckt euch das an. Er hat versucht, sich zu heilen, aber nein. Er wurde ermordet. Kurz bevor es überhaupt möglich war. Holen wir sie zurück. Komm. Komm auf den Spieß rauf. Abgefertigt. Tot ist er. Wir auch zugleich. Fast genauso. Also verschwenden wir weiter unseren ganzen Kram. Und gucken nochmal hier nebenan. Na, hör mal auf damit. Vor allem, wir ziehen hier noch nicht mal wirklich was ab. Mit unseren Primärwaffen hier. Komm. Selbst wenn wir mal so ein kleines Fischmännchen hier schon Probleme haben, dann sagt das sehr viel über unsere Fähigkeiten aus. Aber egal. Wir kämpfen wacker weiter. Love, Peace and Harmony gibt es auch für ihn. Jetzt müssen wir an den Level steigen, genau. Der Ritter ist nun bereit. Machen wir ihm hier nochmal ein bisschen was reinkommen, zack. Kiste will ich gar nicht haben. Will ich überhaupt gar nicht öffnen müssen. Wahrscheinlich eh nur Fallen drin, ne? Aber ich glaube, wir sollten doch versuchen, alles mitzunehmen, was wir kriegen. Da wir für den nächsten Klassenwechsel, glaube ich, auch irgendwelche Samen brauchen oder sowas. Irgendwie habe ich das gelesen gehabt und die muss ich erstmal noch finden. Schön wäre es, wenn ich die Statue erst finden würde. Die Göttinstatue, damit wir uns heilen können. Von den Wunden, die uns hier zugefügt werden. Ich weiß zwar nicht, wie verletzt
verletzt ein Seepferdchen seine Gegner. Kann man mir das erklären mit dem Rüsselchen? Bei dem Frostdrachen verstehe ich, die können tut zwicken oder hier diese kleinen Fischkugeln, die ja mit ihrem Dreizack rumspießen, aber sonst. So, die Walküre, ich würde am liebsten nur die Kraft erhöhen. Aber wie wäre es denn? Ja gut, komm, machen wir so noch ein bisschen flinker. So, die sehen doch auch eigentlich alle ganz lieb aus, die Gegner, aber nee. Der Schein trügt. Aber wir werden ihnen immer weiter gewachsen sein, je mehr Erfahrung wir hier einheimsen. So, noch ein leckeres Jockey für die Angela. Da. Schön fein säuberlich abgetrennt und in den Mund gelegt. Oh, was für ein schönes Erlebnis. Wie der Schmelz auf der Zunge zergeht, ja? Wo kommt das her? Habt ihr das gesehen? Da kam eben so ein richtig schöner Strahl von der Seite. Das war auch schon ein bisschen ordinär, muss ich sagen. Du warst das. Schlingel. Sind die gerade alles wieder gestorben, oder was? So, holen wir sie zurück. Kann doch sein, dass ich gleich in der Art und Weise, wie die Kollegen von mir hier agieren, in der Strategie was ändern muss. Wobei ich setze eigentlich fast primär darauf, dass wir uns erstmal nur stärker machen müssen. Levelanstiege, ne? Pro Folge jetzt wahrscheinlich ein Levelanstieg. Das kann also sehr lange dauern, dieses Let's Play. Aber ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich im Projekt mich aufpowern mag. Und wohl auch das fortführen werde, so. Da kriegen wir den Tod da hinten aber rein. Ja, ne? Schlachten wir mal los. Oh yeah. Die Sorceress steigt einen Level auch auf und ich mache sie auch mal ein bisschen flinker, damit die Werte alle mal so weit hoch sind, dass wir die auch nutzen können. Hier geht's nicht weiter. Okay. Hier waren wir, glaube ich, auch schon gewesen. Mehrfach sogar, wenn ich mich nicht irre. Noch ein leckeres Täfelchen. So. Dann kloppen wir drauf los. Während da schon wieder einer das Zeitliche gleich segnen mag, beweisen wir, mit uns geht das nicht so schnell. Uns macht man nicht so fix tot. Und ich glaube, Mindestlevel für den nächsten Klassenwechsel ist sogar Stufe 38, kann das sein? Muss ich erst auf Stufe 38 wechseln? Ich glaube schon. Ich gehe mal kurz so weit, dass ich Gries jetzt auch nochmal heile. Und dann habe ich hoffentlich gleich genug Geld, um mir zumindest die bessere Rüstung zu holen. Das wäre schon mal ein guter Stieg. Und ein guter Aufgang für uns. Jo, komm, da kriegst du den hier. Ich seh dir schon mal ein Bollot vom Rutscheln. Alter. Nee, ich glaube, ich muss den Honig köpfen. Er ist aber auch echt recht fies, wie wir hier gegängelt werden. Plünder jetzt den Honigtopf. Und dann schauen wir gleich mal draußen, wie es denn aussieht. Wie gesagt, ich hoffe ja tatsächlich darauf, dass wir viel Geld kriegen. Oh! Schrecklich! Es hört nicht auf. Wir sind überall. Die Bedrohung ist akut, man merkt das. Vor allem für Angela, die... Ey, woraus ist die gemacht? Aus Papier oder was? Die ist ja... Die zerbricht die an jeglicher Berührung. Die ist so sensibel. Mir fehlen die Worte. Wirklich, mir fehlen die Worte, wenn ich sehe, was die hier liefert. Gar nichts liefert die. Die lässt sich einfach nur in eine Ecke drängen und totschlagen.
komm schon. Wetten, dass die gleich auch schon wieder halb tot ist? Guck mal, ja, die alles stirbt gerade irgendwie. Irgendwie stirbt gerade alles. Oh Mann, ey. Jawohl, bitte. Töte. Und du machst, so schnell es geht, den Drachen weg hier. In der Hoffnung, dass wir hier noch rauskommen. Nochmal? Ja, klar. Hier, auf den anderen auch. Jetzt teilen wir aus. Ausgang ist offen. Leben ist weg. Gut. Oh, nee! Ich zauber lieber. Ich zauber mir den... die Gegner vom Hals. Ich kann auch auf alle losfeuern. Versuchen wir das mal, auch wenn das natürlich nicht so viel Erfolg bringen mag jetzt direkt. Ah doch, ist gar nicht mal so schlecht. Hätte ich mal öfters machen sollen. Dann eben jetzt so. Magma-Kügelchen. Aus dem Giftschrank geholt. Schon alle tot? Alle tot. Na super. War das nicht der Ausgang hier? Oder habe ich mich jetzt so verranzt, dass ich nicht mal mehr rauskomme? Sonst muss ich gleich nochmal schauen, dass ich... ich habe, glaube ich, irgendeine Rettungsmöglichkeit noch im Lager. Wobei, ich glaube, das ist schon der richtige Pfad. Da ist auch noch eine richtig schöne Ladung. Hier sind wir raus, ne? Nee? Aber jetzt. Jetzt will ich Heilung haben, bitte. Bitte, ihr kleinen Katzenmenschen. Rettet mich. Herzlich willkommen. Okay, das ist teuer. Sau teuer sogar. Ich gehe erstmal gucken. Hatten wir für ihn die besten Waffen schon geholt eigentlich? Oder irre ich mich da? Nee, da haben wir schon das Beste. Für Ries wahrscheinlich. Aber auch noch nicht, oder? Oh ja, gut, das ist natürlich ein Anstieg. Der ist gehörig. Haben wir natürlich jetzt unser halbes Vermögen ausgegeben, aber ich denke, das lohnt sich. Achso, ich muss wechseln, ne? Und auch rüstungstechnisch müssen wir auf jeden Fall nochmal nachlegen. Warum können wir hier eigentlich nichts ansetzen? Was denn das? Wie sieht's aus mit der... den Wert hin? Oh, 6283 bis zum nächsten Levelanstieg. Joa, das kann auch einiges beanspruchen, würde ich sagen. Heilst du mich? Nee, aber das ist die Rüstung. Was ist das denn hier für eine Nudel? Alles nicht ganz so schlecht, ne? Aber wartet mal, ich kann ja hier zumindest die Waffe verkaufen, glaube ich, ne? Die bringt nicht wirklich viel ein. Und die Rüstung, die wir nicht mehr tragen, kann auch weg. Aber schade, ich dachte, ich könnte mich hier so weit dann nochmal regenerieren oder da wäre irgendeine Möglichkeit, mich zu heilen. Das ist äußerst schade. Womöglich müssen wir woanders dann erstmal gucken. Oder es einfach nochmal wagen. Bevor ich mir die neue Rüstungsklamotte da hole.
gehe ich erstmal nochmal ein bisschen shoppen. Müssen wir ein bisschen unsere Vorräte auffüllen. Wo mache ich das denn am besten? Wo ist es günstig? Wo ist es gut? Hier? Stimmt, oder? Ach, ganz sicher. Jetzt doch irgendwo der tollste Händler. Hier gibt es ja wahrscheinlich nicht mal Honig und so ein Kram, oder? Fosena, ich weiß es nicht. Haben wir überhaupt einen Laden? Ach, hier kann man zumindest sich aufs Öhrchen legen. Und mal gucken, was habt ihr denn? Ach, guck, gibt's doch. Also, kaufen wir erstmal noch ein bisschen. Honig zum Ausgeben. Und Protoöl sollten wir uns auf jeden Fall auch noch. Oder Protoöl oder wie auch immer das hieß. Brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Da müssen wir wieder diese andere Stadt finden, ne? Okay. Noch ein paar Kelche. Ein paar auf Halde vielleicht auch noch kaufen. Für den Fall der Fälle, ne? Man weiß ja nie. So, ein paar Seile. Und dann einmal noch sich schön hier ein Nächtlein gönnen. Ah, herrlich. Was ist jetzt los? Was soll ich mal sagen? War kurzzeitig Judah nicht geheilt? Wie bitte? Das wäre ja skandalös gewesen. Schön draufgesalbert, übergespeichert, das Siegel nochmal fett draufgedrückt. Meine Frage ist jetzt, wie machen wir am besten weiter? Womöglich in der nächsten Session. Ich bleib bei der Folgenlänge, auch wenn das Aufbauen natürlich nicht wirklich sehr ereignisreich ist. Wir schauen mal, vielleicht schaffen wir es irgendwie. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwo was finde, wo man nicht besser aufbauert. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin könnt ihr nochmal schön kommentieren, liken und auf den sozialen Medien natürlich vorbei gucken. Das wäre eine super Hilfe und würde mich unglaublich glücklich schätzen. Beim nächsten Mal geht's dann weiter und bis dahin bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.